jeder Ort auf der Erde hat eine Geschichte zu erzählen. Sie handelt von der Entwicklung des Lebens, der Landschaft und nicht zuletzt von den Menschen sowie ihrer tiefen Verbindung zu ihrer Umwelt im kosmischen Geflecht von Raum und Zeit. Discovery Atlas HD gewährt neue Einblicke in die faszinierende Welt des blauen Planeten. Das Mittelmeer. Es zählt zu den Nebenmeeren des Atlantischen Ozeans. Die drei Kontinente Afrika, Asien und Europa rahmen das Mittelmeer ein. Es entstand durch die Kollision zweier tektonischer Platten, die ein instabiles Mosaik aus Verwerfungslinien und Vulkanen hinterließ. Dort herrscht ein mildes, lebensfreundliches Klima. Im Mittelmeerraum erblühen neben der Landwirtschaft Weltreiche der Antike und drei der großen Weltreligionen. Die Kräfte der Erde, gepaart mit menschlichem Erfindungsgeist, haben den Mittelmeerraum zur Geburtsstätte der westlichen Kultur erkoren. Aber die Geschichte wäre fast zu Ende gewesen, bevor sie richtig begonnen hat. Vor etwa 5 Millionen Jahren präsentiert sich das Mittelmeer als leeres, völlig ausgetrocknetes Becken. Nur noch vereinzelte Salzwasserlagen erinnern daran, dass in der Wüste einst das Meer rauschte. Durch die Kollision der Kontinentalplatten hat sich im Westen zwischen Afrika und Europa eine feste Verbindung gebildet. Die Fluten des Atlantiks werden durch den natürlichen Damm zurückgehalten. Schwer drückt der Ozean auf den Felsriegel, der die Straße von Gibraltar versperrt. Eingeleitet wird die Wiedergeburt des Mittelmeers vermutlich durch ein Erdbeben. Der Damm bricht und in einem gigantischen Wasserfall ergießt sich der Atlantik in das leere Becken. Die Bruchstelle ist schmal und das Becken riesig. Im Laufe von etwa 4000 Jahren füllt sich das Mittelmeer wieder vollständig. Mit dem Wasser kommen auch seine Bewohner zurück. Neben einer Vielzahl an Fischen leben dort wieder Delfine, Meeresschildkröten und Rochen. Auch Haie sehen in dem frisch eingelassenen Meer nach dem Rechten. Ein Fisch aber ist für die Menschen im Mittelmeerraum von besonderer Bedeutung. Der rote Thun, auch Blauflossenthunfisch genannt. Mittelgroße Exemplare bringen etwa 300 Kilogramm auf die Waage. Über tausende von Jahren sichert der rote Thun den Fischern das Überleben. Traditionell pflegen sie in Sardinien eine eigene Methode, die Blauflossenthunfische zu fangen. Eine Art Hinterhalt namens Matanza. Jedes Jahr im Mai und Juni schwimmen große Schwärme der Fische um den halben Erdball, um zu ihrer Geburtsstätte westlich von Sardinien zurückzukehren. Das seichte und warme Wasser eignet sich ideal zum Laichen. Aufgrund jahrhundertelanger Erfahrung kennen die Fischer die Routen und Laichplätze der Thunfische genau.
Sie spannen ihre Netze so, dass ein mehr als 3 Kilometer langer Korridor entsteht. Er endet in der Camera della Morte, der Kammer des Todes. Während die anderen Fischer geduldig warten, beobachtet einer den Schwarm und gibt schließlich das Signal. Die massigen Körper können ohne weiteres einem Mann den Arm oder das Bein brechen. Das Risiko aber macht sich bezahlt. Auf dem Sushi-Markt in Tokio kann ein einzelner Fisch 150.000 Euro einbringen. Das Pfund roter Thun kostet bis zu 400 Euro. Das Mittelmeer beheimatet noch zahlreiche andere begehrte Speisefische. Von jeher ist die Küstenfischerei ein bedeutender Teil des täglichen Lebens. Küsten gibt es viele, weil das Mittelmeer eine große Anzahl an Inseln aufweist. Die Ursache für den Inselreichtum liegt in ferner Vergangenheit. Lange bevor sich das Meer wieder aufgefüllt hat, in einer Zeit, da sein Becken noch gar nicht entstanden war. Vor etwa 250 Millionen Jahren sind die Landmassen der Erde noch im Urkontinent Pangäa vereint. Kräfte tief im Inneren des Planeten reißen Pangäa auseinander. Die einzelnen Kontinente bewegen sich auf tektonischen Platten um den Globus. Die afrikanische und die eurasische Platte stoßen aneinander. Durch die Kollision türmt sich ein Gebirge auf, das später am Grund des Mittelmeeres liegt. Als sich das Mittelmeer bildet, ragen bald nur noch die Gipfel der Berge als Inseln aus dem Wasser. Hunderte dieser ehemaligen Höhenzüge säumen heute die Ägäis. Die Ägäischen Inseln. Ursprünglich benutzten die Bewohner ausschließlich Ruderboote, um von Insel zu gelangen. Für lange Seereisen und zum Verschiffen von schweren Lasten waren sie nicht gerüstet. Einen bedeutenden Beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung leistete die Erfindung des Segels. Der Nachbau eines der ersten Segelschiffe, wie sie die Minoa vor etwa 4000 Jahren auf Kreta anfertigten. Das quadratische Segel ist mit Seilen umspannt. Durch Vieren oder Dichtholen lässt sich das Gefährt steuern und sein Tempo kontrollieren. Etwa 1700 vor Christus betreiben die Minoer Handel mit Ägypten und legen dabei hunderte von Seemeilen zurück. Der vorherrschende Nordwestwind weht von hinten und treibt sie voran. Bei der Heimreise aber bläst der Wind von vorne, für die Segelschiffe der Minoer ein echtes Problem. Sie sind auf günstigen Wind angewiesen, um wieder nach Hause zu kommen. Oftmals bedeutet das für die Minoer rudern. Vor 2500 Jahren kommen die Seefahrer auf eine Idee. Sie verbinden einen Teil des Segels mit dem Bug des Schiffes. Den anderen Teil ziehen sie in die Höhe und geben damit dem Segel die Form eines Dreiecks. So
lässt es sich derart manipulieren, dass der Wind nicht mehr von hinten wehen muss. Um Fahrt zu machen, kann er auch von der Seite oder schräg von vorne blasen. Mit dicht geholtem Segel und Wendemanövern kreuzt das Schiff in einem Zickzackkurs gegen den Wind. So können die Minoer fahren, wann und wohin sie wollen. Die Fähigkeit, kreuz und quer durch das Mittelmeer zu segeln, bewirkt einen enormen Schub in der Entwicklung des Handels. Die neue Mobilität fördert den Austausch von Technologie sowie die Verbreitung von Ideen und Weltanschauungen. Nützliche Erfindungen anderer Völker werden übernommen. Im 15. Jahrhundert kombinieren die Portugiesen die Manövrierfähigkeit, die das dreieckige Segel bietet, mit den tempoverleihenden Vorzügen des quadratischen Segels in einer Karacke. Das moderne Schiff erst ermöglicht die ausgedehnten Entdeckungsreisen des Christoph Kolumbus. 1492 segelt er in einer Karacke bis nach Amerika. Schon seit Tausenden von Jahren fahren die Menschen über das Mittelmeer. Im 15. Jahrhundert aber dehnen die Seefahrer ihr Revier auf den gesamten Globus aus. Dank der ozeantauglichen Schiffe rückt der Mittelmeerraum in das Zentrum einer globalen Wirtschaft. Aus den verschiedenen Regionen der Erde bringen die Seeleute Brauchbares mit nach Hause, das dann im Mittelmeerraum heimisch wird. Auch etliche für die Region heute typische Waren erweisen sich als Importe aus aller Welt. Die Tomate haben die Spanier aus Amerika mitgebracht. Was wäre die mediterrane Küche ohne Tomaten? Keine Pizza Margherita, kein griechischer Salat und keine französische Ratatouille. Auberginen sind ein Mitbringsel aus Indien. Grüne Bohnen hat Kolumbus in der Karibik entdeckt. Selbst Nudeln sind keine Erfindung der Italiener. Mit den Arabern gelangen sie im 8. Jahrhundert nach Christus nach Sizilien. Der Anbau exotischer Pflanzen aus fernen Ländern erweist sich als Segen für den gesamten Mittelmeerraum. Die orthodoxen Mönche im Kloster Guvernetto auf Kreta beten und speisen. Seit Jahrhunderten beachten die Klosterbrüder dort eine Diät, die der Gesundheit und dem geistigen Wohlbefinden förderlich ist. Sie nehmen am Tag zwei fleischlose Mahlzeiten zu sich. Diese bestehen aus Gemüse, Getreide, Olivenöl, Milchprodukten und geringen Mengen Alkohol. Eine Langzeitstudie kam zu dem Ergebnis, dass Menschen mit derartiger Ernährung deutlich weniger anfällig für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Eine mediterrane Diät fördert die Gesundheit und kann so gegen Krankheiten vorbeugen. Viele verschiedene Sorten Gemüse und Früchte werden aus anderen Kulturen übernommen. Eine der am meisten geschätzten Pflanzen aber ist ursprünglich im Mittelmeerraum heimisch. Die Olive. In der Antike hieß das dickflüssige Öl auch flüssiges Gold. Olivenöl fand für religiöse Zeremonien und magische Rituale Verwendung. Aber auch für Lampen, als Medizin und als Kosmetikprodukt war es ein begehrtes Gut. Bereits im Altertum galt Olivenöl in erster Linie aber als beliebtes Nahrungsmittel. Um das flüssige Gold in großen Mengen zu produzieren, musste der Olivenbaum erst kultiviert werden. Die Minoer auf Kreta erledigten das bereits vor mehr als 3000 Jahren. Aus der Zeit stammt auch dieses Exemplar. Trotz seines hohen Alters trägt der Baum noch immer Früchte.
Der Olivenbaum verfügt über eine bemerkenswerte Überlebensstrategie. Er besteht nicht nur aus einem Stamm, sondern aus mehreren. Wenn einer von ihnen Schaden nimmt, aus Wassermangel oder aufgrund fehlender Nährstoffe abstirbt, können die anderen den Baum am Leben erhalten. Im mediterranen Klima aber gedeiht der Olivenbaum meist prächtig. Heiße, trockene Sommer, bedingt durch Hochdrucksysteme, die sich von der Sahara nach Norden bewegen, wechseln sich ab mit kühlen Wintern, in denen viel feuchte Luft vom Atlantik heranzieht. Das ideale Klima auch für eine andere Pflanze, die für die Region von herausragender Bedeutung ist. In einem Weinberg auf Sizilien werden die Trauben für einen der edlen Tropfen der Insel geerntet. Ihre besondere Qualität verdanken die Früchte ihrem unheimlichen Nachbarn, der ständig rauchend herüberschaut. Der Ätna gehört zu den aktivsten Vulkanen der Erde. Wolken aus giftigem Gas umwehen seinen 600 Meter tiefen Krater. Der Vulkan meint es gut mit den Bauern. Seine Asche düngt den Boden, auf dem die Weintrauben ausgezeichnet gedeihen. Über Generationen haben die Sizilianer gelernt, mit den unberechenbaren Kräften der Natur als Verbündete zu leben. Der Ätna ist für sie Freund und Gegner zugleich. Feuerspeiend legt Erzeugnis ab für die brodelnden Kräfte im Erdinneren, die das Landschaftsbild geschaffen haben. Italien liegt an der Grenze zwischen der afrikanischen und der eurasischen Platte, in der Knautschzone der Kollision. Langsam schiebt sich die afrikanische Platte unter die eurasische. Tief unter der Erdoberfläche lässt die Hitze das Gestein schmelzen. Seit etwa 7,5 Millionen Jahren entweicht dort Lava aus zahlreichen Rissen in der Erdkruste. Zu der Reihe der dadurch entstandenen Vulkane gehört auch der berühmt-berüchtigte Vesuv. Neapel hat sich seit langem mit einem Leben im Schatten des Vulkans arrangiert. Am Golf von Neapel liegt auch Pompeji. Der 24. August des Jahres 79 nach Christus bringt einigen Städten der Region, darunter auch Pompeji, ein jähes Ende. Durch einen gewaltigen Ausbruch des Vesuvs werden sie vollständig verschüttet. Der Vulkan stößt ein tödliches Gemisch aus Lava und pyroklastischen Strömen aus. Mit hoher Geschwindigkeit schießt die Verbindung aus glühenden Gesteinsbrocken, Asche und heißen Gasen zutage. Der pyroklastische Strom hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Tausende sterben schlagartig, ohne äußere Verletzungen zu erleiden. Auf vielfältige Weise profitieren aber die Römer auch von den Gaben des Vulkans. Nach dem verheerenden Ausbruch des Vesuvs im 1. Jahrhundert nach Christus entdecken sie die puzzolanische Asche. Sie ermöglicht ihnen eine neue Bauweise. Der Vulkan leistet einen wichtigen Beitrag zur Errichtung des römischen Weltreichs. Zwar zerstörte er mehrere Ortschaften, die Asche aber, die er zu Tal schickte, lässt sich zu Beton verarbeiten. Auch heute wird die puzzolanische Asche noch abgebaut.
Fast 2000 Jahre nach dem Ausbruch fördert man sie noch in einem Steinbruch aus dem Lavagestein. Die alten Römer hatten entdeckt, dass die pozzolanische Asche unter Beimischung von Kalk, Bims und Wasser einen Zement ergab, der alles bislang Bekannte an Festigkeit übertraf. Für die römischen Architekten war der Stein, der sich beliebig formen ließ, ein Geschenk der Götter. Mit Hilfe des Betons entstanden riesige Bauwerke wie das Kolosseum. Die Römer bauten Aquädukte, die das Wasser über hunderte von Kilometern transportierten. Eine der besterhaltenen Schöpfungen aus dem Zement der römischen Antike wurde im Jahr 126 nach Christus fertiggestellt: das Pantheon. Seine selbsttragende Kuppel hat einen Innendurchmesser von 43,5 Metern. Damit galt das Pantheon mehr als 1.500 Jahre lang als größter Kuppelbau. Die Römer bauten etliche bedeutende Städte und dehnten ihr Herrschaftsgebiet in alle Richtungen aus. Ihr Reich umfasste auch das Mittelmeer, das sie Mare Nostrum nannten, unser Meer. Den Römern gelang es erstmalig, den Mittelmeerraum unter einer Herrschaft zu vereinen. Im heutigen Libyen zeugen die Ruinen einer römischen Stadt von der Pracht eines wohlhabenden Außenpostens des Römischen Reiches. Leptis Magna. Zur Blütezeit war Leptis Magna eine florierende Metropole mit etwa 90.000 Einwohnern. Sie war nach einem für die großen Städte der Römer typischen Muster angelegt, das bedeutende Stadtplaner in aller Welt kopierten. Angelegt auf einem streng geordneten Straßennetz befanden sich in der Stadtmitte bedeutende Monumente. Als ein Zentrum landwirtschaftlicher Produktion war Leptis Magna für die Expansion des Römischen Reiches von großer Bedeutung. Vor 2000 Jahren war die Wüste noch fruchtbares Ackerland. Nordafrika galt als die Kornkammer Roms. Von dort stammte etwa ein Drittel des gesamten Getreides. Die Landwirtschaft entwickelte sich erst relativ spät. Vor etwa 10.000 Jahren beginnen die Menschen mit dem Ackerbau in einer Region, die sich vom heutigen Israel über Iran und Irak erstreckt, bekannt als der fruchtbare Halbmond. Vier von sieben essbaren Vertretern aus der Familie der Süßgräser sind dort heimisch. Roggen, Gerste, Hafer und eine Getreidesorte, die es ursprünglich nur im Nahen Osten gibt, Weizen. Ehemalige Jäger und Sammler geben ihr nomadisches Leben auf, um die hochgeschätzte Pflanze zu kultivieren. Weizen lässt sich problemlos lagern. So können die Bauern Vorräte für die Wintermonate anlegen. Statt auf der Suche nach Nahrung umherzuziehen, richten sie sich nun ihr Leben an einem festen Ort ein und gründen dauerhafte Siedlungen.
Die sesshafte Lebensweise bedingt eine andere kulturelle Entwicklung als bei den Nomadenvölkern. Beide aber basieren auf der zentralen Tatsache, auf Gedeih und Verderb Teil der Natur zu sein, die zugleich Leben spendet und tötet. Im 6. Jahrtausend vor Christus verbreitet sich der Getreideanbau vom vorderen Orient in den Mittelmeerraum. Einen weiteren Entwicklungsschritt leitet die Domestizierung von Tieren ein. Nur wenige eignen sich als Nutztiere. Im östlichen Mittelmeerraum integrieren sich 4 Arten in den Alltag ländlicher Dorfgemeinschaften. Neben Schafen auch Ziegen und Schweine, sowie der wilde Vorfahre der Rinder, der Auerochse. Die Tiere akzeptieren die Gefangenschaft. Sie lassen sich mästen und schlachten und sie gehorchen ihrem Herrn. Wenn auch nicht immer und auch nicht alle. Die männlichen Auerochsen können von morgens bis abends den Pflug ziehen, aber auch plötzlich gefährlich werden. Der Bulle wird gefürchtet und geehrt. Als göttliches Geschöpf repräsentiert er die ungezähmte Kraft der Natur. Ein Kult um die Stiere hat sich bis heute im Mittelmeerraum gehalten. Sind es Nachfahren der Spektakel, bei denen die alten Römer Gladiatoren in den Kampf mit wilden Tieren schickten? Seit langem erfreuen sich Stierkämpfe in Spanien nahezu uneingeschränkter Beliebtheit. Der Stierkampf soll die archaische Auseinandersetzung von Mensch und Natur verkörpern. Meist bezwingt der Torero den Stier. Manchmal aber behält der Stier, wenn auch nur vorübergehend, die Oberhand. Die Spanier aber stellen ihre alte Tradition zunehmend in Frage. Tierschützer konnten bewirken, dass in Katalonien der Stierkampf verboten wird. Der blutige Schaukampf scheint heute nicht mehr zeitgemäß. In der Antike aber gehörten derart spektakuläre Kulthandlungen zum Alltag. Brot und Spiele. Das galt nicht nur in Rom, sondern auch in Athen. Die Akropolis. Auf einem Hügel im Zentrum der Stadt errichteten die Athener prächtige Tempel zur Verehrung ihrer Gottheiten. Priester opferten geweihte Stiere für die Göttin Athene, die auch die Stadt beschützte. Der Parthenon wurde ihr zu Ehren erbaut. Athene verkörperte die Weisheit und die Strategie. Als Hüterin des Wissens war sie auch Schirmherrin der Künste und Wissenschaften. Viele Philosophen errichteten Gedankengebäude, die auf Logik und Vernunft basierten. Die alten Griechen wussten aber auch um Dinge, die den menschlichen Verstand überstiegen. Sie waren nicht zu eitel, um Hilfe aus der Welt des Übersinnlichen in Anspruch zu nehmen. Das Orakel von Delphi. Apoll gilt sowohl in der römischen als auch in der griechischen Mythologie als Gott des Lichts. Bei den Griechen war der Sohn des Zeus auch für Heilung und Weissagung zuständig. Beim Orakel von Delphi dient eine Priesterin als irdisches Medium für die Gottheit.
Nachdem sie sich in Trance versetzt hat, leiht sie Apoll ihre Stimme. Unter Apolls Tempel finden Wissenschaftler etwas, das die Arbeit der Priesterin begünstigt haben könnte. Geologen entdecken unter dem Ort, an dem die rituellen Weissagungen stattfanden, eine Schicht aus Kohle und Erdpech. Das Gemisch setzt giftige Gase frei. Erdstöße erschüttern die Höhlen und der Ethylen- und Methandunst gelangt an die Oberfläche. Die betörenden Gase könnten die Trance des Mediums begünstigt haben. Der Einfluss der Gase aus dem Erdinneren auf das Orakel bleibt eine Vermutung. Dass die Kräfte der Erde den Lauf der Geschichte mitgestalten, aber ist eine Tatsache. Im östlichen Mittelmeerraum wird sie besonders deutlich. Regelmäßig erschüttern Erdstöße und Erdbeben die Region. Die alten Griechen machen den unbändigen Gott des Meeres für die Erdbeben verantwortlich. In der Mythologie erschüttert Poseidon im Zorn mit seinem Dreizack die Erde. Der Bruder des Zeus beschützt auch Athen und war Gott des delphischen Orakels, bevor Apoll es übernahm. In der Antike werden in nahezu allen Naturerscheinungen Botschaften der Götter gesehen. Den Zugang zur Götterwelt aber verlieren die Menschen im Zuge eines neuen Glaubenssystems. Eine Bewegung, die starken Einfluss auf den gesamten Mittelmeerraum ausüben sollte, geht diesmal nicht von der Erde aus. Sie ist spiritueller Art und erschüttert den bestehenden Glauben. Im ersten Jahrhundert nach Christus sind in der Gegend unterschiedliche Religionen vertreten. Naturreligionen mit zahlreichen Göttern existieren neben dem Judentum, das einen Gott verehrt. Der Gott Abrahams, dem die Juden anhängen, wird auch von den Christen als alleiniger Gott gepriesen. Immer mehr sogenannte Heiden schließen sich der neuen Bewegung an. Als Rom im 4. Jahrhundert das Christentum zur Staatsreligion erklärt, hat es sich bereits im ganzen Mittelmeerraum verbreitet. Etwa 300 Jahre später beginnt im Süden eine andere Religion Fuß zu fassen. Auch die Muslime beten zu einem Gott, den sie Allah nennen. Im 7. Jahrhundert nach Christus breitet sich der Islam durch die Feldzüge der Araber bis nach Europa aus. Ein Großteil des Mittelmeerraums wird von der islamischen Expansion erfasst. Jahrhundertelang befinden sich etwa 3/4 der mediterranen Welt unter muslimischer Herrschaft. Auf ihren Eroberungszügen kämpfen sich muslimische Heere durch Nordafrika. Schon sehr bald beherrschen die Araber die afrikanische Mittelmeerküste bis Marokko. Die Kontrolle über Nordafrika bedeutet für sie einen wichtigen Stützpunkt für die weitere Expansion. Das Herrschaftsgebiet der Muslime wird nur durch die etwa 15 Kilometer breite Straße von Gibraltar von der christlich geprägten Kultur Spaniens getrennt. Im Jahr 711 nach Christus nutzen die Mauren die Chance und erobern den Kontinent im Sturm. Für die erfolgreiche Kriegsführung der Araber und damit auch für die rasche Ausbreitung des Islams war ein entscheidender Vorteil auf dem Schlachtfeld mitverantwortlich.
Die arabischen Truppen ritten auf feurigen Pferden. Ihre besondere Widerstandsfähigkeit hatten sie sich unter den harten Wüstenbedingungen angeeignet. In der Hitze des Gefechts folgten sie tapfer den Befehlen ihrer Reiter. Auch die Pferde heißen noch heute Araber. Im frühen 8. Jahrhundert jagten die islamischen Krieger auf den edlen Rössern durch Spanien und eroberten große Teile der iberischen Halbinsel. Das Reich der Mauren hieß Kalifat von Córdoba. Córdoba war seine Hauptstadt. Ursprünglich von den Römern gegründet, blühte Córdoba zur kulturellen Metropole auf. Die größte Stadt Spaniens schmückte sich mit etlichen Erfindungen der Araber, wie etwa Straßenlampen und Mülltonnen. Córdoba hatte 50 Krankenhäuser, etwa 300 öffentliche Bäder und die Mesquita, eine prächtige Moschee. Wie die Geschichte immer wieder zeigt, können sich die Dinge im Mittelmeerraum sehr schnell ändern. Im Jahr 1236 nach Christus wurde Córdoba von den spanischen Christen zurückerobert. Sie weihten die Moschee zur Kirche und integrierten eine Kapelle. 1523 begann der Bau eines Kirchenschiffs in der riesigen Moschee. Die kreuzförmige Kathedrale stieß durch das Dach der Mesquita, ein Symbol für das oft gewalttätige Aufeinandertreffen der verschiedenen Religionen. Die Herrschaft der Muslime in Spanien ging im 15. Jahrhundert zu Ende. Als Kolumbus aufbrach, die neue Welt zu entdecken, waren die Mauren aus Spanien vertrieben. Der Islam aber hat seine Spuren hinterlassen. Der südliche Mittelmeerraum wurde zum Schmelztiegel der Kulturen. Die jahrhundertelange Herrschaft der Muslime hinterließ ein Erbe, das starken Einfluss auf Europa ausüben sollte. Nicht nur Städte wie Córdoba oder Paläste wie die Alhambra erinnern an die Mauren. Die Muslime führten auch zahlreiche Dinge ein, die von den Christen übernommen wurden. Im 11. Jahrhundert nach Christus importierten sie aus China erstmalig Papier. Das neue Material ersetzte fortan das aus Tierhäuten gewonnene Pergament. Die Araber brachten Europa nicht nur nützliche Dinge. Sie ließen die eroberten Völker auch teilhaben an kulturellen Errungenschaften und an ihrem außerordentlichen Wissen. Neben dem fortschrittlichen Zahlensystem übernahmen die Europäer von den Arabern auch vieles aus der Astronomie und der Medizin. Muslimische Gelehrte übersetzten und restaurierten die klassischen Texte aus dem antiken Griechenland und dem alten Rom. So bewahrten sie das alte Wissen und fügten Neues hinzu. Eine Rückbesinnung auf die Werte und die Ideale der Antike führte zu einer kulturellen Revolution. Ende des 14. Jahrhunderts hielt in wohlhabenden italienischen Städten die Renaissance Einzug. Künstler und Wissenschaftler entdeckten die kulturellen Schätze des Altertums wieder. Zahlreiche Elemente des antiken Gedankenguts wurden neu belebt und in moderner Form präsentiert. Die kulturgeschichtliche Epoche brachte im 15. und 16. Jahrhundert viele bedeutende Künstler und Wissenschaftler hervor. Mit seinem David erweckt Michelangelo den Geist klassischer Antike zu neuem Leben. Das Universalgenie Leonardo da Vinci, eine Galionsfigur der Renaissance. Er erlangte Berühmtheit als Maler, Bildhauer und Wissenschaftler, sowie als Erfinder und Ingenieur.
von Leonardo da Vinci stammt auch das weltbekannte Gemälde, die Mona Lisa. Die wichtigen Handelsstädte rangen zur Zeit der Renaissance um eine Vormachtstellung. Mutigen Seefahrern verdankte Venedig seinen Aufstieg zur Metropole eines Handelsimperiums. Die größte Stadt am Mittelmeer erblühte auch zu einem bedeutenden Finanzzentrum. Hafenstädte liegen gewöhnlich am Festland. Venedig aber scheint auf dem Meer zu schwimmen. Das historische Zentrum der Lagunenstadt wurde einst auf 118 Inseln erbaut. Die Venezianer legten mehr als 400 Brücken an, um etwa 175 Kanäle zu überspannen. Die Gebäude wurden auf langen Holzpfählen errichtet, die im dichten Schlick auf festen Grund stießen. Unter großen Anstrengungen konnten die Venezianer der Natur wertvolles Land erbringen. Der Sieg über das Meer aber ist vergänglich. Der Mensch mag im Kampf gegen die Natur eine Schlacht gewinnen. Den Krieg jedoch gewinnt die Natur, zu der auch die Menschen gehören. Die Venezianer sehen der Tatsache ins Auge, dass die See ihre Lagune zurückfordert und die Stadt in den Fluten des Mittelmeeres versinken wird. Aber nicht nur die morbide Schönheit Venedigs atmet Vergänglichkeit. In ferner Zukunft wird das Verschwinden des Mittelmeeres den Boden für Größeres bereiten. Die Kollision der eurasischen Kontinentalplatte mit der afrikanischen dauert noch an. Die Erdkruste faltet sich weiter auf. In ein paar Millionen Jahren wird sich dort, wo einst das Mittelmeer lag, ein hohes Gebirge auftürmen. Geologen haben es schon heute auf den Namen mediterranes Gebirge getauft. Von Spanien im Westen bis in die Türkei im Osten ragen dann die schneebedeckten Gipfel auf. Nur versteinerte Zeugen im Fels werden noch daran erinnern, dass dort vor langer Zeit das Mittelmeer lag. Dieses Exemplar. Trotz seines hohen Alters trägt der Baum noch immer Früchte. Der Olivenbaum verfügt über eine bemerkenswerte Überlebensstrategie. Er besteht nicht nur aus einem Stamm, sondern aus mehreren. Wenn einer von ihnen Schaden nimmt, aus Wassermangel oder aufgrund fehlender Nährstoffe abstirbt, können die anderen den Baum am Leben erhalten. Im mediterranen Klima aber gedeiht der Olivenbaum meist prächtig. Heiße, trockene Sommer, bedingt durch Hochdrucksysteme, die sich von der Sahara nach Norden bewegen, wechseln sich ab mit kühlen Wintern, in denen viel feuchte Luft vom Atlantik heranzieht. Das ideale Klima auch für eine andere Pflanze, die für die Region von herausragender Bedeutung ist. In einem Weinberg auf Sizilien werden die Trauben für einen der edlen Tropfen der Insel geerntet. Ihre besondere Qualität verdanken die Früchte ihrem unheimlichen Nachbarn, der ständig rauchend herüberschaut.
Der Ätna gehört zu den aktivsten Vulkanen der Erde. Wolken aus giftigem Gas umwehen seinen 600 Meter tiefen Krater. Der Vulkan meint es gut mit den Bauern. Seine Asche düngt den Boden, auf dem die Weintrauben ausgezeichnet gedeihen. Über Generationen haben die Sizilianer gelernt, mit den unberechenbaren Kräften der Natur als Verbündete zu leben. Der Ätna ist für sie Freund und Gegner zugleich. Feuerspeiend legt er Zeugnis ab für die brodelnden Kräfte im Erdinneren, die das Landschaftsbild geschaffen haben. Italien liegt an der Grenze zwischen der afrikanischen und der eurasischen Platte, in der Knautschzone der Kollision. Langsam schiebt sich die afrikanische Platte unter die eurasische. Tief unter der Erdoberfläche lässt die Hitze das Gestein schmelzen. Seit etwa 7,5 Millionen Jahren entweicht dort Lava aus zahlreichen Rissen in der Erdkruste. Zu der Reihe der dadurch entstandenen Vulkane gehört auch der berühmt-berüchtigte Vesuv. Neapel hat sich seit langem mit einem Leben im Schatten des Vulkans arrangiert. Am Golf von Neapel liegt auch Pompeji. Der 24. August des Jahres 79 nach Christus bringt einigen Städten der Region, darunter auch Pompeji, ein jähes Ende. Durch einen gewaltigen Ausbruch des Vesuvs werden sie vollständig verschüttet. Der Vulkan stößt ein tödliches Gemisch aus Lava und pyroklastischen Strömen aus. Mit hoher Geschwindigkeit schießt die Verbindung aus glühenden Gesteinsbrocken, Asche und heißen Gasen zutage. Der pyroklastische Strom hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Tausende sterben schlagartig, ohne äußere Verletzungen zu erleiden. Auf vielfältige Weise profitieren aber die Römer auch von den Gaben des Vulkans. Nach dem verheerenden Ausbruch des Vesuvs im 1. Jahrhundert nach Christus entdecken sie die puzzolanische Asche. Sie ermöglicht ihnen eine neue Bauweise. Der Vulkan leistet einen wichtigen Beitrag zur Errichtung des römischen Weltreichs. Zwar zerstörte er mehrere Ortschaften, die Asche aber, die er zu Tal schickte, lässt sich zu Beton verarbeiten. Auch heute wird die puzzolanische Asche noch abgebaut. Fast 2000 Jahre nach dem Ausbruch fördert man sie noch in einem Steinbruch aus dem Lavagestein. Die alten Römer hatten entdeckt, dass die puzzolanische Asche unter Beimischung von Kalk, Bims und Wasser einen Zement ergab, der alles bislang Bekannte an Festigkeit übertraf. Für die römischen Architekten war der Stein, der sich beliebig formen ließ, ein Geschenk der Götter. Mit Hilfe des Betons entstanden riesige Bauwerke wie das Kolosseum. Die Römer bauten Aquädukte, die das Wasser über Hunderte von Kilometern transportierten. Eine der besterhaltenen Schöpfungen aus dem Zement der römischen Antike wurde im Jahr 126 nach Christus fertiggestellt: das Pantheon.
Seine selbsttragende Kuppel hat einen Innendurchmesser von 43,5 Metern. Damit galt das Pantheon mehr als 1.500 Jahre lang als größter Kuppelbau. Die Römer bauten etliche bedeutende Städte und dehnten ihr Herrschaftsgebiet in alle Richtungen aus. Ihr Reich umfasste auch das Mittelmeer, das sie Mare Nostrum nannten, unser Meer. Den Römern gelang es erstmalig, den Mittelmeerraum unter einer Herrschaft zu vereinen. Im heutigen Libyen zeugen die Ruinen einer römischen Stadt von der Pracht eines wohlhabenden Außenpostens des Römischen Reiches. Leptis Magna. Die einzelnen Kontinente bewegen sich auf tektonischen Platten um den Globus. Die afrikanische und die eurasische Platte stoßen aneinander. Durch die Kollision türmt sich ein Gebirge auf, das später am Grund des Mittelmeeres liegt. Als sich das Mittelmeer bildet, ragen bald nur noch die Gipfel der Berge als Inseln aus dem Wasser. Hunderte dieser ehemaligen Höhenzüge säumen heute die Ägäis. Die Ägäischen Inseln. Ursprünglich benutzten die Bewohner ausschließlich Ruderboote, um von Insel zu gelangen. Für lange Seereisen und zum Verschiffen von schweren Lasten waren sie nicht gerüstet. Einen bedeutenden Beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung leistete die Erfindung des Segels. Der Nachbau eines der ersten Segelschiffe, wie sie die Minoer vor etwa 4000 Jahren auf Kreta anfertigten. Das quadratische Segel ist mit Seilen umspannt. Durch Vieren oder Dichtholen lässt sich das Gefährt steuern und sein Tempo kontrollieren. Etwa 1700 vor Christus betreiben die Minoer Handel mit Ägypten und legen dabei hunderte von Seemeilen zurück. Der vorherrschende Nordwestwind weht von hinten und treibt sie voran. Bei der Heimreise aber bläst der Wind von vorne, für die Segelschiffe der Minoer ein echtes Problem. Sie sind auf günstigen Wind angewiesen, um wieder nach Hause zu kommen. Oftmals bedeutet das für die Minoer rudern. Vor 2.500 Jahren kommen die Seefahrer auf eine Idee. Sie verbinden einen Teil des Segels mit dem Bug des Schiffes. Den anderen Teil ziehen sie in die Höhe und geben damit dem Segel die Form eines Dreiecks. So lässt es sich derart manipulieren, dass der Wind nicht mehr von hinten wehen muss. Um Fahrt zu machen, kann er auch von der Seite oder schräg von vorne blasen. Mit dicht geholtem Segel und Wendemanövern kreuzt das Schiff in einem Zickzackkurs gegen den Wind. So können die Minoer fahren, wann und wohin sie wollen. Die Fähigkeit, kreuz und quer durch das Mittelmeer zu segeln, bewirkt einen enormen Schub in der Entwicklung des Handels. Die neue Mobilität fördert den Austausch von Technologie sowie die Verbreitung von Ideen und Weltanschauungen. Nützliche Erfindungen anderer Völker werden übernommen. Im 15. Jahrhundert kombinieren die Portugiesen die Manövrierfähigkeit, die das dreieckige Segel bietet, mit den tempoverleihenden Vorzügen des quadratischen Segels in einer Karacke. Das moderne Schiff erst ermöglicht die ausgedehnten Entdeckungsreisen des Christoph Kolumbus. 1492 segelt er in einer Karacke bis nach Amerika.
Schon seit Tausenden von Jahren fahren die Menschen über das Mittelmeer. Im 15. Jahrhundert aber dehnen die Seefahrer ihr Revier auf den gesamten Globus aus. Dank der ozeantauglichen Schiffe rückt der Mittelmeerraum in das Zentrum einer globalen Wirtschaft. Aus den verschiedenen Regionen der Erde bringen die Seeleute Brauchbares mit nach Hause, das dann im Mittelmeerraum heimisch wird. Auch etliche für die Region heute typische Waren erweisen sich als Importe aus aller Welt. Die Tomate haben die Spanier aus Amerika mitgebracht. Was wäre die mediterrane Küche ohne Tomaten? Keine Pizza Margherita, kein griechischer Salat und keine französische Ratatouille. Auberginen sind ein Mitbringsel aus Indien. Grüne Bohnen hat Kolumbus in der Karibik entdeckt. Selbst Nudeln sind keine Erfindung der Italiener. Mit den Arabern gelangen sie im 8. Jahrhundert nach Christus nach Sizilien. Der Anbau exotischer Pflanzen aus fernen Ländern erweist sich als Segen für den gesamten Mittelmeerraum. Die orthodoxen Mönche im Kloster Guvernetto auf Kreta beten und speisen. Seit Jahrhunderten beachten die Klosterbrüder dort eine Diät, die der Gesundheit und dem geistigen Wohlbefinden förderlich ist. Sie nehmen am Tag zwei fleischlose Mahlzeiten zu sich. Diese bestehen aus Gemüse, Getreide, Olivenöl, Milchprodukten und geringen Mengen Alkohol. Eine Langzeitstudie kam zu dem Ergebnis, dass Menschen mit derartiger Ernährung deutlich weniger anfällig für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Eine mediterrane Diät fördert die Gesundheit und kann so gegen Krankheiten vorbeugen. Viele verschiedene Sorten Gemüse und Früchte werden aus anderen Kulturen übernommen. Eine der am meisten geschätzten Pflanzen aber ist ursprünglich im Mittelmeerraum heimisch. Die Olive. In der Antike hieß das dickflüssige Öl auch flüssiges Gold. Olivenöl fand für religiöse Zeremonien und magische Rituale Verwendung. Aber auch für Lampen, als Medizin und als Kosmetikprodukt war es ein begehrtes Gut. Bereits im Altertum galt Olivenöl in erster Linie aber als beliebtes Nahrungsmittel. Um das flüssige Gold in großen Mengen zu produzieren, musste der Olivenbaum erst kultiviert werden. Die Minoer auf Kreta erledigten das bereits vor mehr als 3000 Jahren. Aus der Zeit stammt auch die. Apoll gilt sowohl in der römischen als auch in der griechischen Mythologie als Gott des Lichts. Bei den Griechen war der Sohn des Zeus auch für Heilung und Weissagung zuständig. Beim Orakel von Delphi dient eine Priesterin als irdisches Medium für die Gottheit. Nachdem sie sich in Trance versetzt hat, leiht sie Apoll ihre Stimme. Unter Apolls Tempel finden Wissenschaftler etwas, das die Arbeit der Priesterin begünstigt haben könnte. Geologen entdecken unter dem Ort, an dem die rituellen Weissagungen stattfanden, eine Schicht aus Kohle und Erdpech. Das Gemisch setzt giftige Gase frei. Erdstöße erschüttern die Höhlen und der Ethylen- und Methandunst gelangt an die Oberfläche. Die betörenden Gase könnten die Trance des Mediums begünstigt haben. Der Einfluss der Gase aus dem Erdinneren auf das Orakel bleibt eine Vermutung. Dass die Kräfte der Erde den Lauf der Geschichte mitgestalten, aber ist eine Tatsache. Im östlichen Mittelmeerraum wird sie besonders deutlich.
regelmäßig erschüttern Erdstöße und Erdbeben die Region. Die alten Griechen machen den unbändigen Gott des Meeres für die Erdbeben verantwortlich. In der Mythologie erschüttert Poseidon im Zorn mit seinem Dreizack die Erde. Der Bruder des Zeus beschützt auch Athen und war Gott des delphischen Orakels, bevor Apoll es übernahm. In der Antike werden in nahezu allen Naturerscheinungen Botschaften der Götter gesehen. Den Zugang zur Götterwelt aber verlieren die Menschen im Zuge eines neuen Glaubenssystems. Eine Bewegung, die starken Einfluss auf den gesamten Mittelmeerraum ausüben sollte, geht diesmal nicht von der Erde aus. Sie ist spiritueller Art und erschüttert den bestehenden Glauben. Im ersten Jahrhundert nach Christus sind in der Gegend unterschiedliche Religionen vertreten. Naturreligionen mit zahlreichen Göttern existieren neben dem Judentum, das einen Gott verehrt. Der Gott Abrahams, dem die Juden anhängen, wird auch von den Christen als alleiniger Gott gepriesen. Immer mehr sogenannte Heiden schließen sich der neuen Bewegung an. Als Rom im 4. Jahrhundert das Christentum zur Staatsreligion erklärt, hat es sich bereits im ganzen Mittelmeerraum verbreitet. Etwa 300 Jahre später beginnt im Süden eine andere Religion Fuß zu fassen. Auch die Muslime beten zu einem Gott, den sie Allah nennen. Im 7. Jahrhundert nach Christus breitet sich der Islam durch die Feldzüge der Araber bis nach Europa aus. Ein Großteil des Mittelmeerraums wird von der islamischen Expansion erfasst. Jahrhundertelang befinden sich etwa 3/4 der mediterranen Welt unter muslimischer Herrschaft. Auf ihren Eroberungszügen kämpfen sich muslimische Heere durch Nordafrika. Schon sehr bald beherrschen die Araber die afrikanische Mittelmeerküste bis Marokko. Die Kontrolle über Nordafrika bedeutet für sie einen wichtigen Stützpunkt für die weitere Expansion. Das Herrschaftsgebiet der Muslime wird nur durch die etwa 15 Kilometer breite Straße von Gibraltar von der christlich geprägten Kultur Spaniens getrennt. Im Jahr 711 nach Christus nutzen die Mauren die Chance und erobern den Kontinent im Sturm. Für die erfolgreiche Kriegsführung der Araber und damit auch für die rasche Ausbreitung des Islams war ein entscheidender Vorteil auf dem Schlachtfeld mitverantwortlich. Die arabischen Truppen ritten auf feurigen Pferden. Ihre besondere Widerstandsfähigkeit hatten sie sich unter den harten Wüstenbedingungen angeeignet. In der Hitze des Gefechts folgten sie tapfer den Befehlen ihrer Reiter. Auch die Pferde heißen noch heute Araber. Im frühen 8. Jahrhundert jagten die islamischen Krieger auf den edlen Rössern durch Spanien und eroberten große Teile der iberischen Halbinsel. Das Reich der Mauren hieß Kalifat von Cordoba. Cordoba war seine Hauptstadt. Ursprünglich von den Römern gegründet, blühte Cordoba zur kulturellen Metropole auf. Die größte Stadt Spaniens schmückte sich mit etlichen Erfindungen der Araber, wie etwa Straßenlampen und Mülltonnen.
Córdoba hatte 50 Krankenhäuser, etwa 300 öffentliche Bäder und die Mesquita, eine prächtige Moschee. Wie die Geschichte immer wieder zeigt, können sich die Dinge im Mittelmeerraum sehr schnell ändern. Im Jahr 1236 nach Christus wurde Córdoba von den spanischen Christen zurückerobert. Sie weihten die Moschee zur Kirche und integrierten eine Kapelle. 1523 begann der Bau eines Kirchenschiffs in der riesigen Moschee. Die kreuzförmige Kathedrale stieß durch das Dach der Mesquita, ein Symbol für das oft gewalttätige auf Zur Blütezeit war Leptis Magna eine florierende Metropole mit etwa 90.000 Einwohnern. Sie war nach einem für die großen Städte der Römer typischen Muster angelegt, das bedeutende Stadtplaner in aller Welt kopierten. Angelegt auf einem streng geordneten Straßennetz befanden sich in der Stadtmitte bedeutende Monumente. Als ein Zentrum landwirtschaftlicher Produktion war Leptis Magna für die Expansion des Römischen Reiches von großer Bedeutung. Vor 2000 Jahren war die Wüste noch fruchtbares Ackerland. Nordafrika galt als die Kornkammer Roms. Von dort stammte etwa ein Drittel des gesamten Getreides. Die Landwirtschaft entwickelte sich erst relativ spät. Vor etwa 10.000 Jahren beginnen die Menschen mit dem Ackerbau in einer Region, die sich vom heutigen Israel über Iran und Irak erstreckt. Bekannt als der fruchtbare Halbmond. Vier von sieben essbaren Vertretern aus der Familie der Süßgräser sind dort heimisch. Roggen, Gerste, Hafer und eine Getreidesorte, die es ursprünglich nur im Nahen Osten gibt, Weizen. Ehemalige Jäger und Sammler geben ihr nomadisches Leben auf, um die hochgeschätzte Pflanze zu kultivieren. Weizen lässt sich problemlos lagern. So können die Bauern Vorräte für die Wintermonate anlegen. Statt auf der Suche nach Nahrung umherzuziehen, richten sie sich nun ihr Leben an einem festen Ort ein und gründen dauerhafte Siedlungen. Die sesshafte Lebensweise bedingt eine andere kulturelle Entwicklung als bei den Nomadenvölkern. Beide aber basieren auf der zentralen Tatsache, auf Gedeih und Verderb Teil der Natur zu sein, die zugleich Leben spendet und tötet. Im 6. Jahrtausend vor Christus verbreitet sich der Getreideanbau vom vorderen Orient in den Mittelmeerraum. Einen weiteren Entwicklungsschritt leitet die Domestizierung von Tieren ein. Nur wenige eignen sich als Nutztiere. Im östlichen Mittelmeerraum integrieren sich vier Arten in den Alltag ländlicher Dorfgemeinschaften. Neben Schafen auch Ziegen und Schweine, sowie der wilde Vorfahre der Rinder, der Auerochse. Die Tiere akzeptieren die Gefangenschaft. Sie lassen sich mästen und schlachten und sie gehorchen ihrem Herrn.
wenn auch nicht immer und auch nicht alle. Die männlichen Auerochsen können von morgens bis abends den Pflug ziehen, aber auch plötzlich gefährlich werden. Der Bulle wird gefürchtet und geehrt. Als göttliches Geschöpf repräsentiert er die ungezähmte Kraft der Natur. Ein Kult um die Stiere hat sich bis heute im Mittelmeerraum gehalten. Sind das Nachfahren der Spektakel, bei denen die alten Römer Gladiatoren in den Kampf mit wilden Tieren schickten? Seit langem erfreuen sich Stierkämpfe in Spanien nahezu uneingeschränkter Beliebtheit. Der Stierkampf soll die archaische Auseinandersetzung von Mensch und Natur verkörpern. Meist bezwingt der Torero den Stier. Manchmal aber behält der Stier, wenn auch nur vorübergehend, die Oberhand. Spanier aber stellen ihre alte Tradition zunehmend in Frage. Tierschützer konnten bewirken, dass in Katalonien der Stierkampf verboten wird. Der blutige Schaukampf scheint heute nicht mehr zeitgemäß. In der Antike aber gehörten derart spektakuläre Kulthandlungen zum Alltag. Brot und Spiele. Das galt nicht nur in Rom, sondern auch in Athen. Die Akropolis. Auf einem Hügel im Zentrum der Stadt errichteten die Athener prächtige Tempel zur Verehrung ihrer Gottheiten. Priester opferten geweihte Stiere für die Göttin Athene, die auch die Stadt beschützte. Der Parthenon wurde ihr zu Ehren erbaut. Athene verkörperte die Weisheit und die Strategie. Als Hüterin des Wissens war sie auch Schirmherrin der Künste und Wissenschaften. Viele Philosophen errichteten Gedankengebäude, die auf Logik und Vernunft basierten. Die alten Griechen wussten aber auch um Dinge, die den menschlichen Verstand überstiegen. Sie waren nicht zu eitel, um Hilfe aus der Welt des Übersinnlichen in Anspruch zu nehmen. Das Orakel von Delphi. Jeder Ort auf der Erde hat eine Geschichte zu erzählen. Sie handelt von der Entwicklung des Lebens, der Landschaft und nicht zuletzt von den Menschen sowie ihrer tiefen Verbindung zu ihrer Umwelt im kosmischen Geflecht von Raum und Zeit. Discovery Atlas HD gewährt neue Einblicke in die faszinierende Welt des blauen Planeten. Das Mittelmeer. Es zählt zu den Nebenmeeren des Atlantischen Ozeans. Die drei Kontinente Afrika, Asien und Europa rahmen das Mittelmeer ein. Es entstand durch die Kollision zweier tektonischer Platten, die ein instabiles Mosaik aus Verwerfungslinien und Vulkanen hinterließ. Dort herrscht ein mildes, lebensfreundliches Klima. Im Mittelmeerraum erblühen neben der Landwirtschaft Weltreiche der Antike und drei der großen Weltreligionen.
Die Kräfte der Erde, gepaart mit menschlichem Erfindungsgeist, haben den Mittelmeerraum zur Geburtsstätte der westlichen Kultur erkoren. Aber die Geschichte wäre fast zu Ende gewesen, bevor sie richtig begonnen hat. Vor etwa 5 Millionen Jahren präsentiert sich das Mittelmeer als leeres, völlig ausgetrocknetes Becken. Nur noch vereinzelte Salzwasserlaken erinnern daran, dass in der Wüste einst das Meer rauschte. Durch die Kollision der Kontinentalplatten hat sich im Westen zwischen Afrika und Europa eine feste Verbindung gebildet. Die Fluten des Atlantiks werden durch den natürlichen Damm zurückgehalten. Schwer drückt der Ozean auf den Felsriegel, der die Straße von Gibraltar versperrt. Eingeleitet wird die Wiedergeburt des Mittelmeers vermutlich durch ein Erdbeben. Der Damm bricht und in einem gigantischen Wasserfall ergießt sich der Atlantik in das leere Becken. Die Bruchstelle ist schmal und das Becken riesig. Im Laufe von etwa 4000 Jahren füllt sich das Mittelmeer wieder vollständig. Mit dem Wasser kommen auch seine Bewohner zurück. Neben einer Vielzahl an Fischen leben dort wieder Delfine, Meeresschildkröten und Rochen. Auch Haie sehen in dem frisch eingelassenen Meer nach dem Rechten. Ein Fisch aber ist für die Menschen im Mittelmeerraum von besonderer Bedeutung. Der rote Thun, auch Blauflossenthunfisch genannt. Mittelgroße Exemplare bringen etwa 300 Kilogramm auf die Waage. Über tausende von Jahren sichert der rote Thun den Fischern das Überleben. Traditionell pflegen sie in Sardinien eine eigene Methode, die Blauflossenthunfische zu fangen. Eine Art Hinterhalt namens Matanza. Jedes Jahr im Mai und Juni schwimmen große Schwärme der Fische um den halben Erdball, um zu ihrer Geburtsstätte westlich von Sardinien zurückzukehren. Das seichte und warme Wasser eignet sich ideal zum Laichen. Aufgrund jahrhundertelanger Erfahrung kennen die Fischer die Routen und Laichplätze der Thunfische genau. Sie spannen ihre Netze so, dass ein mehr als 3 Kilometer langer Korridor entsteht. Er endet in der Camera della Morte, der Kammer des Todes. Während die anderen Fischer geduldig warten, beobachtet einer den Schwarm und gibt schließlich das Signal. Die massigen Körper können ohne weiteres einem Mann den Arm oder das Bein brechen. Das Risiko aber macht sich bezahlt. Auf dem Sushi-Markt in Tokio kann ein einzelner Fisch 150.000 Euro einbringen. Das Pfund roter Thun kostet bis zu 400 Euro.
Das Mittelmeer beheimatet noch zahlreiche andere begehrte Speisefische. Von jeher ist die Küstenfischerei ein bedeutender Teil des täglichen Lebens. Küsten gibt es viele, weil das Mittelmeer eine große Anzahl an Inseln aufweist. Die Ursache für den Inselreichtum liegt in ferner Vergangenheit. Lange bevor sich das Meer wieder aufgefüllt hat, in einer Zeit, da sein Becken noch gar nicht entstanden war. Vor etwa 250 Millionen Jahren sind die Landmassen der Erde noch im Urkontinent Pangäa vereint. Kräfte tief im Inneren des Planeten reißen Pangäa auseinander.